Morgen sind wir Champions. Wird präsentiert von der Credit Suisse. Das U19-Team der Schweiz kurz vor der Qualifikationsrunde für die Europameisterschaft. Ein neuer Trainer. Jungs, Grenzen setzt man sich im Kopf. Mit einem neuen Spielsystem. Muss dann der Neuner auf den Innenverteidiger gehen? Für ein grosses Ziel. Ich will Spieler, die Initiative zeigen im Offensivspiel. 5 Spieler stehen im Fokus. Sie gehören zum SFV-Programm Futuro, wo der Verband seine grössten Talente betreut und auf dem Weg an die Spitze begleitet. Der Andi Zekiri, der Vollstrecker. Der Nedim Bayrami, der Vorbereiter. Der Petar Pusic, der Spielgestalter. Der Marc Schmid, der Verteidiger. Der Lars Hunn, der Goalie. Auch bei seinem Club wird Lars Nummer 1 sein. Ich probiere mir einfach Druck zu machen, dass er mich spürt, dass ich da bin. Ja. Weißt du, wenn der Goalie schon verschlissen wurde? Die Marke, ja. Du kennst die Liste, die ist lang. Genau wie der Weg, den Lars aber klar vor Augen hat. Ich bin mit Fußball aufgewachsen und ich werde wahrscheinlich auch mit Fußball gehen. Den Buben hat alle Nachbarn verrückt gemacht, immer mit dem Shooten. Also wir hatten rundum immer Ärger. Wenn du ihn auf dem Shootingplatz siehst und wenn du ihn hier daheim siehst, das sind 2 verschiedene Menschen. Ende Juni in Bellwald im Wallis. Der Challenge Club FC Aarau bereitet sich auf die neue Saison vor. Der Lars darf später anreisen. Ich hatte am Montag und am Dienstag eine praktische Prüfung im Geschäft. Und am Mittwoch dann noch Prüfungen in der Schule. Und dann bin ich direkt von der Schule hier ins Wallis gefahren mit dem Zug. 2 Reporter der Aarauer Zeitung sind auch dort, extra wegen Lars. Im Interview muss sich der Futuro-Spieler auch kritische Fragen stellen lassen. Weißt du, wenn der Goalie schon verschlissen wurde? Die Marke, du kennst die Liste. Die ist lang. Die ist lang, oder? Ja, aber solche Gedanken machst du schon auch. Ja, sicher. Mhm. Aber jetzt im ersten Jahr. Ja, klar. Ich muss jetzt auch noch ein bisschen runter, was klar ist. Da hast du mich auch nicht zurückgestellt. Und dann im zweiten Jahr voll Angriff. Was einem auffällt, bist du nicht so gross. Aber der Jan Sommer ist auch nicht so gross. Oder? Also, bist du da sagen? Er ist 1,82. Wir haben hier schon gehört von Vereinen oder vor allem von Ländern, zum Beispiel Neumann, die würden jetzt nicht kommen. Du bist einfach zu klein. Einfach von Gedanken. Das ist sicher ein Punkt, ja. Wozu, dass sie eben nicht kommen. Ja. Aber ich denke, wenn man. Es muss Aare mit der Super League spielt, mit 1,80 mit der Super Saison macht, kann sich alles ändern. Kurz nach der 7. am Morgen bei der Familie Hunsgränichen haben Lars seine Schwester Melanie, die Mutter Goni, der Vater Dani auf dem Sprung in den Arbeitstag. Der Lars darf länger schlafen. Sein Training fängt erst um 10 Uhr an. Wir haben einen Monatsplan und wir wissen ihn nie auswendig. Wir fragen jeden Morgen den Lars oder zu oben, wie ist es jetzt morgen, morgen genau? Und hat er nicht so gerne. Die Melanie muss sich ihre Mahlzeiten für den Tag selber zubereiten. Der Fokus liegt auf dem Lars. Ich sage, am Anfang habe ich mich schwierig gemacht. Es war mega viel Aufmerksamkeit auf dem Lars. Aber jetzt habe ich mich damit eigentlich abgefunden. Ich gehe eigentlich ab und zu, wenn ich Zeit habe, und gehe Match schauen. Ja, probiere es. Ein bisschen dabei sein, halt. Also, ich bin gegangen. Okay. Tschüss, Sari. Ja. Lars, sein Traum von einer Karriere als Fußballprofi ist ein Vollzeitprojekt. Wir bauen im Grunde genommen einfach den Tag drum herum. Im Grunde genommen bauen wir das ganze Leben um Lars herum. Weil, wenn er shootet, oder? Wir sind da. Wenn er Match hat, sind wir da. Wenn er in der Nazi ist, gehen wir mit. Also, wir brauchen unsere Ferien für die Nazi-Spiele. Eigentlich sind wir lange in der Ferien, weil wir immer nur an die Orte gehen, wo Lars shootet. Das ist halt, sag jetzt mal, fast normal, wenn man halt so einen Sport betreibt.
Und bin ich überzeugt, dass Melanie manchmal ein bisschen Veto hat. Das ist, aber ich denke, das ist normal. Dass es mit der Karriere klappen kann, muss auch die Ernährung stimmen. Ich wäre jetzt im Lars sein Zwangsmüsli, weil er jetzt heute zu Morgen essen muss und er das im Normalfall eigentlich eben nicht macht. Und heute muss er jetzt einfach so. Ja, es sieht etwas gesünder aus, als wenn er nüchtern ins Training geht. Und das macht er aber eigentlich immer. Er isst kein zu Morgen, weil die 5 Minuten spart er sich natürlich. Okay. Morgen. Endlich aufgestanden. Wann warst du abgefahren? Für den Lars geht das Training schon vor dem offiziellen Start los. Das ist eigentlich die Aufgabe von den jungen Spielern, immer vor dem Training Ball pumpen und nach dem Training möglichst alle wieder zurückzubringen. Und sonst Körper zum nächsten Training. Das sind auch die Schuhe von allen Spielern. Immer mit den Schuhen selber putzen, es hat vorne eine Anlage. Aber meistens sind sie dreckig. Yeah. Der FC Aarau hat dieses Jahr sein 125-jähriges Jubiläum gefeiert und ist der Fußballstolz im Kanton Aargau. Der Club hat allerdings schon bessere Zeiten erlebt. Früher war er permanent in der höchsten Schweizer Spielklasse. Unterdessen ist Aarau in der Challenge League zu Hause. Ja. Der Lars hat sein nächstes Ziel klar formuliert. Er will Nummer 1 werden. Die Entscheidung darüber fällt der Cheftrainer. Und der kann wechseln. Nein, ich finde es gut, wenn so Junge schon so grosse Ziele vor sich haben und auch auf das anschaffen. Das finde ich gut. Ob es dann so ist, das müssen wir dann schauen. Aber ich finde es gut, dass man einen Weg sieht, als Mensch selber auch, dass man auch einen gewissen Zeitrahmen gibt, dass man das Ziel erreichen kann. Und das finde ich, das ist typisch Lars, das finde ich gut und das ist auch positiv. Ja, er ist bei uns nach dem Steven Deana Lars Nummer 2 und wir werden auch darum bemüht sein, dass wir mit dem Lars auch den Schritt, den er dann auch zu einem gereiften Goalie, zu einem aktiven Goalie soll machen, dass wir den auch zu dem Weg begleiten. Lars, sein Vater, Dani, Projektleiter in einem Unternehmen für Medizintechnik, hat seinen Sohn auch fußballerisch begleitet. In der U12 und U13 war er in Aarau sein Co-Trainer. Er ist mit Lars in seiner aktuellen Entwicklung mehr als zufrieden. Bis jetzt läuft es hervorragend. Er hatte nicht grosse Verletzungen. Er ist, denke ich, auf einem sehr, sehr guten Weg. Wenn er so sich entwickelt oder weiterentwickelt und gesund bleibt, vor allem, dann denke ich, kommt das gut, denke ich. Ja. Auch Scouts aus ausländischen Vereinen sind schon auf den Lars aufmerksam worden. Und es hat erste Angebote gegeben, wie auf der Vereinsseite des FC Aarau nicht ohne Stolz verkündet wird. Mal Freiburg ist einmal zur Diskussion gestanden. Wir haben den abgesagt, weil für uns einfach schulisch nicht gestimmt hat. Die haben auch so Schulen angeboten, aber er hatte dort 3 Jahre Schule gehabt. Er hat dort irgendetwas studiert und nachher wäre er in die Schweiz zurückgekommen und es wäre ihm angerechnet worden für ein 10. Schuljahr. Und dann müssen sie sagen, also, das bringt nichts. Dann kommst du heim und hast nichts. Und später ist einmal Hoffenheim gekommen. Und da wäre eine ganz interessante Sache gewesen. Dort wäre er auch gegangen. Und es hat dann aber nicht geklappt. Dann hätte es so müssen sein. Jetzt ist er da und es läuft dem Zar auch gut. Eigentlich hat gute Trainer um sich herum, die für ihn schauen. Und er hat eine ganz lässige Lehrstelle mit einem super Lehrmeister. Also, das ist wie ein Lotto, was er da macht. Von mir aus gesehen nicht manche Firma. Der kann kommen und gehen, wenn er will. Also da, wenn er da ist, ist er da. Wenn er nicht da ist, ist er nicht da. Und wir sind dann gespannt auf die Abschlussprüfung, wie die da mal kommt, für die viel Zeit, die man dort ist. Aber wir hoffen also schon, er bricht da durch. 4 Stunden Arbeiten in seinem Lehrbetrieb stehen für Lars heute auf dem Plan. Er darf zwar kommen und gehen, wie es in seinen Trainingsplan passt, aber auch da ist die Dienstkleidung angesagt. 8 Stück Signalkontakt müssen wir hier machen. Nach dieser Arbeitsunterweisung hier. Das Material dazu. Einen ist noch hier, ein kompletter. So müssen wir den hier zusammenstellen. Und das sind die 3 Sets, die du noch zusammenstellen musst. Ist gut. Ja. Der Lars macht eine Ausbildung zum Automatiker.
Ich habe schon von Anfang her gesagt, dass ich KV nicht machen will. Weil ich kann nicht den ganzen Tag im Büro hocken und einfach nichts machen. Ich brauche ein bisschen Abwechslung. Ja, und ja, bin dann mal Elektroinstallateur schnuppern. Und nachher habe ich gesagt, mit Strom ist super. Aber halt an einem Standort. Und dann bin ich mal schauen, wo es das gibt. Und da hat es dann hier gegeben. Und der Beruf ist super, wie ich jetzt mache. Ja, ein Standort, immer Abwechslung. Das ist super. Der ist genau gleich wie auch ein anderer Lehrling. Was natürlich die Herausforderung ist für mich auch und auch für Lars, ist, dass er zwei Jobs im Prinzip machen muss. Und für uns ist das Problem, dass wir vermehrt schauen müssen, dass wir Arbeit für ihn vorbereiten können, wenn er kurzfristig wieder vom Training kommt, dass wir ihn dort dementsprechend einsetzen können. Nach der bestandenen Zwischenprüfung liegt noch ein Jahr vor ihm, bis er dann seine Lehrzeit zum Automatiker abschliessen kann. Happy Birthday, to you! Happy Birthday, lieber Lars! Happy Birthday to you! Die Volljährigkeit feiert Lars im engsten Kreis mit den Grosseltern, mit dem Götti und mit seiner ersten Trainerin. Ja, mit dem Hugendress. Da, dieser Mannschaft. Den Bär hast du immer im Goal gehabt. Der durfte nie dürfen fehlen, ab keinem Turnier und ab keinem Match. Ja, ich bin natürlich schon stolz. Es ist natürlich ein bisschen blöffert, wenn ich aber sage, ja, ich war die erste Trainerin von ihm. Aber es ist so. Ja. 18 Jahre, ein besonderer Geburtstag. Natürlich auch für seine Familie. Ja, der Lars, er war nicht immer ein Einfacher. Er war immer ein bisschen zwirbeliger, lebiger. Man musste ihn immer bremsen. Also, wenn du die Fotos siehst, du siehst mich an den Lausbuben an. Oder? Also, er ist wirklich... Wir sind ständig umgesprungen wegen diesem Buben. Er hat alle Nachbarn verrückt gemacht, immer mit dem Shooten. Also, wir hatten rundum immer Ärger. Und so etwa ab 13, 14 ist er plötzlich ruhiger geworden. Und heute ist er ja extrem ruhig. Also heute musst du den Hals zu der Nase ausziehen. Und wirklich wie ein gekehrter Händchen zu früher. Wenn du ihn auf dem Jutti-Platz siehst und wenn du ihn hier daheim siehst, das sind zwei verschiedene Menschen. Ein kleiner Bruder bleibt er sicher für immer, aber ändern wird es sich wahrscheinlich ja, auch, wenn er ein Selbstständiger jetzt wird. Und er kann schon viel selber und manchmal denke ich, ja, er kann es gleich noch nicht, aber ja. Der Vater Dani wünscht sich für die Zukunft ein bisschen mehr Engagement auch neben dem Fußballplatz. Grundsätzlich kommt er heim und dann ist er daheim und macht nichts. Und das ist ja, sicher manchmal, wie soll ich sagen, speziell für Conny natürlich, weil sie halt dann sagt, du Lars, wir sollten noch auftischen. Und dann passiert nichts und dann muss man wieder rufen oder dann sagt man, du musst schon den Köder raus tun und dann passiert einfach nichts. Und das sind also die Sachen, wo man sicher noch etwas schaffen müsste. Aber ich glaube nicht, dass da noch irgendetwas geht in dieser Hinsicht. Das schönste Geburtstagsgeschenk haben ihm seine Trainer gemacht. Es war nach dem Abschlusstraining, am Donnerstag. Sind wir alle in der Garderobe gekommen mit der Erstmannschaft, alle Spieler. Der Trainer hat noch kurz etwas erzählt. Und dann hat mich der coole Trainer rausgerufen. Und dann habe ich so gedacht, ja, dass ich am Freitag dann mit der U21 Abschlusstraining habe und am Samstag mit ihnen spielen. Dann hat er gesagt, ja, dass ich am Sonntag gegen Chiasso spielen darf, das erste Mal. Dann musste ich so lachen, so Freude gehabt. Dann hat er noch gesagt, dass ich es niemandem sagen soll. Und dann bin ich in die Garderobe gekommen. Voll mit dem Smile. Dann haben schon alle gewusst, dass ich spielen würde. Das war schon nur ein Moment. Wie die 90 Minuten zwischen den Pfosten. Der Lars erfüllt die Erwartungen von seinem Trainerteam. Belohnung: beim nächsten Spiel zu Genf kommt er einen weiteren Einsatz über und wird nach starken Paraden zum Man of the Match gewählt. Das Mentaltraining ist ein elementarer Baustein im Spitzensport und darum auch Bestandteil des Futuro-Programms.
Es geht darum, jede mögliche Situation im Kopf durchzuspielen, um für alles parat zu sein. Du kannst dir gewisse Sachen vorstellen und wenn du da innen Sicherheit findest, die kannst du auch wieder aufs Feld transferieren. Und wie das ganz genau aussieht, das ist, dass du alle Sinne zuerst einmal aktivierst und die Situationen dir so genau wie möglich schon mal aufschreibst, definierst. Also was siehst du, was hörst du, was schmeckst du? Manchmal recht schwierig. Was spürst du? Der Geschmackssinn kommt da jetzt vielleicht ein bisschen weniger, aber das sind so das, was das Bild kreiert. Und nachher tust du da so Knotenpunkte auch oder spezifische Punkte definieren vom Ablauf oder von der Situation und tust das wirklich nachher immer wieder wiederholen. Um dann, wenn es darauf ankommt, Top-Leistungen können abrufen. Und genau die braucht er im Testspiel gegen Deutschland. Die Mannschaft steht nach der Niederlage gegen die Slowakei unter Druck. Ich denke, gestern wurden wir für 3,5 Fehler bestraft. Brutal bestraft. Auf der anderen Seite hast du 6-7 gute Möglichkeiten, Tore zu schießen. Und bei uns steht die Null. Das muss uns auch etwas sagen. Wie gegen die Slowakei sind die beiden Stürmer Lorenzo González und Nishan Burkhardt dabei. Die beiden Futuro-Spieler kommen aus dem 2000er-Jahrgang, sind also ein Jahr jünger und stehen schon jetzt bei ausländischen Top-Clubs unter Vertrag. Der Lorenzo bei Manchester City. Und der Nishan bei Manchester United. Für uns natürlich nicht ganz optimal. Weil durch das haben wir weniger Möglichkeiten, sie zu unterstützen. Sie kommen in ein neues Umfeld, sie haben neue Trainer, neue Spieler. Und in der Regel müssen wir eigentlich damit rechnen, dass sie 4 bis 6 Monate Integrationszeit brauchen. Wir haben sie jetzt aber trotzdem ins Kader von der U19-Nazi genommen. Und wir haben sie auch jetzt Ende August schon besucht in Manchester. Der alte Trainer einerseits, Yves Debonair, und der neue Trainer, Francesco Gabriele. Und es ist klar für uns, es sind Perspektivspieler, die wir versuchen, möglichst gut zu begleiten. Wird uns aber sicher nicht so gut gelingen, wie die Futurospieler, die natürlich in der Schweiz bleiben und hier tätig sind. Aber natürlich ist die Versuchung gross. Für einen mehrjährigen Ausbildungsvertrag werden in England bis zu 15'000 Franken pro Monat gezahlt. In der Super League kommen die jungen Spieler zum Einstieg 3'000 bis 5'000 Franken über. Also ich denke, es ist heute schon auch wichtig, den nächsten Step zu machen. Aber es geht auch ein bisschen um Ehre. Es geht auch darum, sich zu zeigen, Jungs. Für diese Spiele muss man auch leben. Und da geht es nicht nur um mich als Person oder als Spieler, sondern es geht auch darum, als Mannschaft zu zeigen, ein Ausrufezeichen setzen zu können. Jungs, wir messen uns mit vielleicht Spielen, die in der Bundesliga gespielt haben. Aber wir haben Spiele, die auch schon in der Super League gespielt haben. Deswegen dürfen wir auf Augenhöhe begegnen, Jungs. Schaut denen in die Augen, seid überzeugt von dem, was ihr könnt. Zuschauer, natürlich auch die Eltern von Lars. Ich bin unglaublich nervös. Ich sage das, ich bin unglaublich nervös. Und ich hoffe, dass er ein gutes Spiel spielt, dass er nicht verletzt und sein Bestes abrufen. Und ich denke, dadurch, dass halt eben sein Club Bayern München ist, sein Goalie, der Neuer, sein Vorbild ist, denke ich, ist es sicher für Lars speziell heute, ganz speziell zu spielen. Da darf ein ganz spezielles Outfit nicht fehlen. Ich habe heute Glücksjacken angelegt, da haben sie gegen Spanien schon gewonnen, da haben sie gegen Italien schon gewonnen, gegen die AS. Und ich bin zuversichtlich, dass es ein positives Resultat gibt. Ja. Die erste Chance gehört dem deutschen Team.
Aber dann kommen dem Francesco seine Jungs immer besser ins Spiel und er spielt sich Top-Gelegenheiten. Hinten wird konsequent verteidigt und wenn Deutschland mal zum Abschluss kommt, zeigt Lars seine ganze Klasse. Halbzeit. Jungs, das Erste, was ich sagen muss, riesen Kompliment. Jungs, wir müssen führen und nicht 1-0. 2-3-0, problemlos. Und das müssen wir ausnutzen. Noch konsequenter. Ist nicht zu euphorisch. Es kann nicht sein, wir haben 8 Torchancen und 7 Konter. Ja, und wann alle! Und endlich macht die Schweiz Goal. Aber der Schiedsrichter entscheidet auf Abseits. Mitten in der zweiten Halbzeit müssen Francesco seine Spieler im hohen Tempo Tribut zollen. Aktionen wie die von Petar oder von Andi werden selten. Dafür drückt jetzt das deutsche Team. Mit seinen Paraden behaltet Lars die Schweiz im Spiel. Bis zum Schluss. Zum Man of the Match wählt die Mannschaft ihren Goalie, den Lars Hund. Für den Trainer ist es vor allem die Mannschaftsleistung, die zählt. Also stolz bin ich auf jeden Fall auf sie. Aber das schon seit dem ersten Tag habe ich gespürt, dass die Dynamik im Team stimmt. Sie hören zu, sie wollen umsetzen. Ich glaube, sie sind auch überzeugt von der Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen. Sie haben gemerkt, dass ich eigentlich von ihnen einen aktiven Fußball erwarte und nicht Passivität. Und das haben sie gestern schon hervorragend umgesetzt. Oder? Man darf nicht vergessen, wir sind 4 Tage und haben in diesen 4 Tagen 2 Spiele gehabt. Also eigentlich Zeit, um Ideen zu vermitteln, ist wenig geblieben, bis die, die wir im Videostudium und an der Wandtafel auf dem Platz haben wir noch wenig. Und für das haben sie es wirklich sehr gut umgesetzt. Und das stimmt mir zuversichtlich. Zurück beim FCA-Raum muss sich Lars wieder mit dem Status der Nummer 2 begnügen. Zwar hat er im Göpp dürfen spielen, aber da ist für den Challenge League Club Aarau schon in der ersten Runde Endstation. Und in der Liga zeigt dem Aarau seine Nummer 1, Steven Deana, konstant gute Leistungen. Also kein Grund zum Tauschen für den Coach Marinko Jurendic. Ich denke, Lars, seine aktuelle Situation ist eigentlich ja gut. Er ist Nummer 2. Klar, für ihn ist es momentan ein bisschen hart. Wir sind aber eigentlich sehr zufrieden mit seiner Entwicklung in den letzten Jahren, in den letzten Monaten. Jetzt auch mit dem super Match, den er präsentiert hat. Ich glaube, er braucht jetzt einfach ein bisschen mehr Geduld. Speziell auch zum Beispiel Stürmer. Es ist Konkurrenzkampf nach oben, ist definitiv härter im Goal. Das ist ein Goalie, der anfangen kann. Und dementsprechend denke ich, ist wirklich der Lars gut beraten, auch sein Umfeld, die Situation realistisch einzuschätzen und weiter zu arbeiten. Und er wird ganz sicher seine Chancen rechtzeitig bekommen. Bei seiner starken Leistung gegen Deutschland sind mehr als 20 Scouts auf der Tribüne gesessen, auch aus europäischen Top-Ligen. Nächstes Mal bei «Morgen sind wir Champions». Fast das ganze Jahr war Marc Schmid verletzt. Kippt er aus dem Futuro-Programm? Jetzt so die nächsten 3-4 Monate bei ihm werden sicher entscheidend sein, wie das weiterläuft. Weil, bei diesem Programm heisst es natürlich nicht, dass wenn man mal aufgenommen wird, dass man einfach automatisch dabei bleibt.
Dabei will Marc nur eins: Fußball spielen. Wenn ich auf den Fußballplatz laufe, ich vergesse alles rundherum, jedes Problem oder jeden Streit, den ich habe. Die vielen Verletzungen sind aber nicht Marc sein einziges Problem. Die Frage, ob man wirklich ihn mal reinlaufen lassen muss, dass er sich auf den eigenen Beinen kann fortbewegen kann. Er muss das lernen. Morgen sind wir Champions. Wird präsentiert von der Credit Suisse.